As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und wir sind nun schon in der 20. Folge von Mark of the Ninja durchgenudelt. Jubiläum, wenn man so will. Wobei die Situation gerade nicht jubiläumsmäßig gegeben ist. Denn vorhin habe ich den Hebel unten noch einmal bewegt und die Kiste ist nicht wiedergekommen. Ich werde das jetzt noch einmal probieren, wenn sie wieder nicht kommt. Dann müssen wir mal schauen, wie wir da hochkommen. Denn die Aufgabe bestand ja darin, nicht von der Kiste beim Hochfahren runterzufallen. Also kann man davon ausgehen, dass das passieren könnte, wie es nun auch passiert ist. Infolgedessen ist ja ein Weg nach oben gehen muss unter diesen Umständen. Achso. Was war das da? Okay, das war nur dieser Rabe. Im Augenwinkel meinte ich, dass da was aufgeleuchtet wäre. Jetzt ist die Frage, wie wir an diese Wand hier kommen. Denn das hat vorhin nicht so geklappt. Oder geht es hier weiter? Nee, gell? Nein. Da können wir uns auch nirgendwo festhalten. Vielleicht müssen wir Anlauf nehmen. Nein. Macht ja keinen Sinn, wenn man das jetzt nochmal neu starten müsste. Der Checkpoint wäre nicht so weit weg, aber trotzdem. Oder komme ich hier hin? Ich springe gerade mal so hoch, kann es sein? Ah, okay, etwas umständlich. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Aber okay. Überlegst du es dir auch mal anders? Och Mann, ey. Wow. Ja, okay, jetzt haben wir unseren Neustart. So, du bist der Erste. Haben wir das hier? Nein, haben wir nicht. Da ist Giftgas. Haben wir nicht übersehen. Wohl wissend, was auf uns zukommt. Werde ich diesmal nicht gleich die Kiste betätigen. Ich weiß, so ist das nicht unbedingt gedacht. Doch so dreist bin ich nun einmal. An dieser Stelle zumindest. So. Du machst mir das Leben nicht mehr schwer. Ein steiler Weg nach draußen. Oder vielleicht war es doch tatsächlich so gedacht, dass man das rüber, dass man das so macht. Bin ich jetzt schon hoch genug, um rüber zu springen? Ich weiß es nicht. Drehst du dich auch mal um? Ich glaube nicht. Dann runter. Aber sowas überleben wir ja. Thank you.
So, jetzt haben wir noch einmal eine Möglichkeit, das hier zu schaffen. Ich hätte gerne mehr Sicht nach oben. Nicht zur Seite, nach oben. Ein Glück. Wir wurden nicht zerquetscht und wir haben es geschafft. Gut. Können wir aber auch nicht gerade stolz drauf sein. Kriegen wir dich hier? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Distanz ist einfach zu groß. Wenn wir wahrscheinlich von der Kiste aus rüberspringen sollen. Wobei, hier natürlich, ne, da könnte was sein. Scheiße. Was haben wir denn im Arsenal? Eine Stachelmine. Wollen wir das doch mal testen? Ich werfe sie ihm direkt unter die Füße. Sollte eigentlich funktionieren. Ah, oh, ist das mies. Seht ihr? Hätten wir nicht geschafft. Und es lohnt sich, wie wir gerade feststellen. Denn hier ist ein Nebenquest. Was erwartet uns diesmal? Schicksalsraum, ein Pferd zum Reiten. Da kommen wir her. Wie wir wissen, haben wir hier meist keine Gegner. Das ist schon mal sehr schön. Doch aus Gewohnheitsgrund. Alles klar. Gut. Dann also los. Eigentlich von der Idee her auch ein interessantes Level. Eine interessante Hürde, die man uns in den Weg stellt. Also ich bin positiv über... Ach verdammt, das kam von unten. Ich dachte, das kam von oben. Ja, so wie dazu. Ich bin positiv überrascht. Habe ich, glaube ich, schon einmal gesagt, wie vielfältig das Spiel hier ist. Es wird einfach nicht langweilig. Das ist echt super. Müsste mehr solche Stealth-Spiele geben. So, das ist jetzt nochmal, okay, ich verstehe. Oder auch nicht. Bevor mir der Kasten den Wurf nicht mehr ermöglicht. Rüber. Ja, da muss man schon ein bisschen schnell reagieren. Das haben wir schon öfters feststellen können. Da gibt es im Level tatsächlich Zeitfenster, die, wenn man eben nicht schnell genug ist, einen noch einmal an den Anfang zurückschicken. Jetzt ist die Frage, warum hier unten eine Fläche ist, wo man drauf stehen kann. Okay. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, 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 oh. Scheiße. Wie geht das jetzt? Und der fährt jetzt dahin. Und der Strahl kommt von wo? Der kommt von rechts. Ah, da wäre ich doch beinahe drauf reingefallen.
Aber gerade noch rechtzeitig. Du solltest runter da. Nein! Jetzt lief das so gut. Also gut, noch einmal. Das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen, das geht ja mal gar nicht. Ja, manchmal verdrückt man sich da doch sehr leicht, weil man auch Sorge hat, dass der da runterfällt. Jetzt kommt die Stelle, wo man abspringt. Genau. Ach Mann, seht ihr? Jetzt war ich mir gerade nicht sicher, Pfeil nach links oder Pfeil nach oben. Ich bin mir da manchmal ständig unsicher. Obwohl es eigentlich immer die gleiche Vorgehensweise ist. Was ist los? Warum hängt's? Ach Mann, ach Mann. Also Pfeil nach oben, Pfeil nach rechts. Jetzt muss ich nach unten. So, aber kein drittes Mal. Und drüber. Und ab nach oben. Wo kam jetzt der Strahl her? Von rechts, oder? Ah nein, der ist aus. Von rechts. Also, Pfeil nach oben. Da hatte ich jetzt vorhin Pfeil nach links gedrückt. Bin ich mir doch immer wieder mal unschlüssig. Jetzt kommt gleich einer von oben. Und dann geht das eine Spielchen hier wieder von vorne los. So, und jetzt wieder Pfeil nach oben. Immer bis zur Kante, vielmehr bis zur Ecke vor und dann in die richtige Richtung. So. Jetzt muss ich hier hin. Jetzt kommt es darauf an. Schon mal in Ausgangsposition. Wunderbar. Okay, da lang. Da oben ist nichts mehr. Ja, geschafft. Super. Wie gesagt, kein drittes Mal. Wunderbar. Ich würde sagen, besser geht's nicht, oder? Raindrops pock my skin. I am soft, scalded and marked, and terribly strong. Wunderbar, wunderbar. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir gehen jetzt hier hin, damit wir da bloß nicht zu weit runterfallen und alles nochmal machen können. Ah ja, genau, da steht der Typ und pennt. Und ein Checkpoint, wie es aussieht. Oder ein Speicherpunkt, oder irgendwas in der Art. Na? Ein böses Erwachen. Okay. Mir scheint, als ob das ganze Spiel hier nochmal von vorne losgeht. Aber da haben wir jetzt einiges an Übung erfahren dürfen.
Ist das euer Ernst? Jetzt hätte ich beinahe diesen Ankerhaken hier übersehen. Ich so damit beschäftigt war, woher die Laserstrahlen kommen, um festzustellen, dass das unmachbar ist oder unmöglich. Oh nein, ich war zu langsam. Scheiße. Fuck. Komm. Ich werde doch wohl... Nein, werde ich nicht. Gut. Gut, gut, gut. Dann also noch einmal. Schon schlimm, wenn Albträume sich wiederholen. So, das war jetzt hier. Einmal nach rechts. Nach unten und nach links. Nach unten. Und jetzt hier aber schnell. Schnell. So, dranhängen. Was passiert jetzt? Ich gehe mal auf die Seite, falls da einer steht. Steht keiner. Wunderbar. Junge, Junge, das wird echt nicht einfacher hier. Was ist da? Ist da was im Weg? Ah nein. Da war der Weg vielmehr zu Ende. Oha. Was macht man, wenn ein Schalter zu wenig ist? Man nimmt zwei. Also, du gehst hier rüber, nicht wahr? Da muss ich gucken, dass ich schleunigst da hochkomme. Da oben drauf. Am besten so rum. Hier runterspringen. Runter durchlaufen, während der... Der bleibt da wahrscheinlich stehen. Und dann das gleiche Spiel mit dem da oben. Oh Moment, das sind drei Hebel. Okay. Gut, dann gehen wir da eben Schritt für Schritt voran. Auf jeden Fall wissen wir, was hier schon mal zu machen ist. So. Renn! Gerade noch rechtzeitig. Unter Umständen. Was ist hier? Der strahlt da durch. Dann musst du wahrscheinlich über den hier. Nein, Moment. Ich hänge an dem unten, der rollt da rüber. Da kann ich nicht oben drauf stehen. Hier dagegen schon. Also ich hänge hier unten, er rollt, rollt, rollt. Kletter schnell da hoch. Und müsste es eigentlich auch ohne den schaffen. Aber sicher ist sicher. Ich nehme an, der Hebel hier ist nicht umsonst da. Wie die Skelette da sitzen. Das sieht echt witzig aus. Gut, möglicherweise hätte ich es doch andersrum machen sollen. Doch, ich muss es andersrum machen, klar. Ich kann da ja nicht oben drauf stehen. Gut, also andersrum. Wie gut, dass die Dinger nicht so langsam sind. Also dieser Nebel hier, der die Sicht behindert. Ach du. Oh scheiße. Das ist nicht gut. Ich dachte, du fährst bis ganz darüber. Hm.
Okay, gut, dann gehen wir einfach mal hier lang. Ah nein, das ist nicht das Ziel. Warte mal, wir sind einmal hier rumgegangen. Das sind zwei X'e. Oh, wir haben sogar zwei Ziele erreicht. Im letzten Raum. Okay, das sind zwei X'e, da müssen wir also final hin. Da stelle ich mir aber die Frage, wie wir hier zurückkommen sollen. Hier geht's offensichtlich nicht weiter. Scheiße. Also hier komme ich nicht zurück. Das ist eine Einbahnstraße. Ich weiß auch gar nicht, wo das hinführt. Da ist eine Wand, da hänge ich dann dran und weiter. Wenn das nicht mal eine Falle ist. Genau, Fall runter. So war das gedacht. Was ist denn jetzt wieder los hier? Warum hängst du? Kann ich nicht nachvollziehen. Also gut. Probiert der einfache Geist dann einfach mal herum. Sonst wäre es ja schwer. Ich kann dich blockieren. Und ich kann dich blockieren. Bringt uns das weiter? Ich kann nicht hier ran springen. Denn da ist ein Laserstrahl. Wenn ich den da rüber bringe, könnte ich da ran, einmal rum und dann. Rüberspringen könnte ich nicht, da ist die Distanz zu groß. Ah, ich habe es wieder nicht gesehen hier oben, man kann sich dranhängen. Wieder nicht gesehen. So, dann fahre man darüber. Tada! Man sieht's echt schlecht. Man sieht's wirklich schlecht. So. Hier hatten wir zwei X'e. Was bedeutet das jetzt genau? Erreiche die Oberfläche. Aha, okay. Tja, wegen dem hier hinten bin ich mir echt unschlüssig. Ich möchte es nicht riskieren, da entlang zu gehen, weil da sieht es nicht so aus, als ob ich nochmal zurückkomme. Aber die Level-Designer, die werden sich doch was dabei gedacht haben. Ach man! Vor nachdenken. Gut, dann probieren wir das jetzt hier gleich aus. Dann werden wir ja sehen, was passiert. So, okay. Habe ich schon gesagt, dass man das schlecht sieht? Also knapper geht's auch nicht mehr, oder? Ich muss sagen, mittlerweile sind die Level so, dass man sich echt... My eyes reveal the quiver of an eyelash on a traitor's face. Mittlerweile sind die Level ja echt so, dass man sich echt fragt, ob man das echt wagen soll. Also echt jetzt. Du bist aber flink. Danke.
Also zur Seite scheinen sie sich deutlich schneller zu bewegen. Eindeutig, ja. Da hätte man mal auf den Hintergrund achten sollen. Da hätte man fest... Achso. Ich dachte, du fährst jetzt noch da hoch. Hallo? Ist das so gewollt? Ich werde mich da doch niemals hochhangeln können. Immer diese knappen Momente, ey. Da ist man sich doch nie sicher, ob man das machen möchte oder nicht. So, dann das ganze Spiel nochmal von vorn. Ja, ficken. Oh Mann, ey. Das wird jetzt aber echt... echt peinlich. Bin peinlich berührt. Lass mich raten, es ist eingesammelt. Nein, es ist nicht. Weil wir ja die Maske aufhaben, stimmt. Danke. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ach, wir haben es doch eingesammelt. Ich dachte, die Maske verhindert das, oder habe ich das missverstanden? Also bitte dann noch einmal warten. Naja, an dieser Stelle kann ich schon einmal sagen, dass wir hier einen Cut machen werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat sich diesmal nicht so sehr in die Länge gezogen und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Game Inc. durchgenudelt Mark of the Ninja. Wenn euch der Inhalt hier gefällt und der Kanal gefällt, dann lasst doch ein Abo da, vielleicht einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Bis dann.